Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 488. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind hier. War das nicht sick? War das nicht sick, wie ich jetzt gleichzeitig F1 und F5 gedrückt habe? Sick, oder? Okay, wir sind hier im Italian Village, aber das hat keinen besonderen Grund. Ich möchte tatsächlich mit euch etwas machen, was wir jetzt länger nicht gemacht haben, weil das letzte Mal, als wir es gemacht haben oder versucht haben, hat das nicht ganz so gut geklappt, wie man hier sieht. Der kommt irgendwann auch noch weg, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber nicht heute. Heute versuche ich tatsächlich mein Glück, oder ich möchte mein Glück heute versuchen, an einem neuen Baum. Und dafür muss ich zunächst mal meine Sachen finden, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ich die hingetan habe. Noch irgendeinen komischen Scheiß hier noch drin, dann ist ja schon wieder. So, das wollte ich eigentlich haben. Und zwar, ich war gerade auf Pinterest, meiner Lieblingsplattform. Ihr kennt es. Und naja, da waren ein paar Sachen, die fand ich ganz geil, weil ich habe halt Sachen gesucht, die ich jetzt gerne bauen möchte, weil mir nichts eingefallen ist, so jetzt erstmal aus dem Stegreif. Und dann habe ich relativ schnell natürlich wieder was gefunden, weil Pinterest ist einfach so geil. Ja? Für Inspiration ist es einfach, also besser geht es eigentlich nicht. Und ich habe ja eh ge gesagt, sieht witzig aus mit der Megabase. Ich habe ja eh gesagt, dass ich früher oder später hier noch ein paar Custom Trees hinsetzen möchte. Nur ich da halt im Moment keinen Bock drauf hatte, weil mich der eine halt so genervt hatte, weil der einfach nicht geworden ist, egal wie viel Zeit ich da reingesteckt habe. Ich habe natürlich seitdem nochmal einen gebaut in einer Welt für ein Projekt, was ihr hoffentlich in ein paar Monaten irgendwann seht. Muss ich auch mal weiter dran arbeiten. Aber das lief halt ziemlich gut und mit dem Baum bin ich auch wieder so zufrieden. Der ist halt leider sehr ähnlich zu dem Baum, den wir im Ocean-Only-Ding in der Welt hatten. Da haben wir ja auch einen gebaut. Und den ich da dann nochmal gebaut habe, der sieht halt sehr ähnlich aus. Aber trotzdem schön, weil der in der Ocean-Only-Welt ist auch schön. Elytra hat auch gar keinen Bock, scheinbar. Warum habe ich so Lags? Was soll das jetzt? Meine Füße tun weh. Ich habe vorhin einmal kurz für ein Thumbnail, weil von dem Thumbnail für die 10 Tage, das auf der einsamen Insel, das habe ich geändert und dafür habe ich ein neues gemacht und habe die Render Distance auf 40 gestellt und ich hatte keine Lags. Jetzt habe ich die auf 10 und ich habe Lags. Also, das soll mir einer erklären. Den Eingang müssen wir auch noch schöner machen. Da habe ich auch was richtig Cooles gefunden auf Pinterest, was ich ein bisschen umändern würde, aber ansonsten echt mega cool finde. So, Baum. Und zwar, ich habe zwei Ideen. Erstens würde ich gerne hier irgendwo einen hinsetzen oder auch von mir aus da relativ weit oben, der dann so ein bisschen über diesen Fluss hängt. Von mir aus auch hier so vor. Das fände ich, glaube ich, extrem cool. Und ich habe ein Bild gefunden bei Pinterest und ich muss niesen. Da musste ich niesen. Und ich habe noch ein Bild bei Pinterest gefunden für einen Birch Tree. Ein Birch Custom Tree. Und der sieht auch ziemlich schick aus. Und da weiß ich leider nicht ganz genau, wo ich den am besten hinstelle. Weil wenn ich den jetzt einfach hier so hinstelle, geht der halt unter. Und das will ich halt eigentlich nicht. Den bräuchte ich dafür eine gute Strecke. Und ich habe tatsächlich nebenbei auf dem zweiten Bildschirm wieder Formel 1 Testing laufen. Da geht jetzt gerade die zweite Hälfte von heute los. Beziehungsweise die letzte Hälfte. Also heute ist die letzte Session. Wir haben halt hier noch diesen richtig großen Wald in der Mitte. Da möchte ich auch irgendwann noch was reinmachen. Aber da passt dieser Baum, finde ich, nicht hin. Deswegen müssen wir woanders den Baum hinsetzen. Aber hier wird er untergehen, weil hier zu viele Bäume sind. Wir brauchen also irgendeine Steck. Eine Stecke brauchen wir. Wir brauchen irgendeine Stelle, wo wenig Bäume sind. Damit der nicht untergeht. Hier sind zwar keine Bäume, aber hier sind ringsrum Bäume. Das bringt also auch nichts. Abgesehen davon, wir haben auch gar kein Birch, aber das könnte man ja dann holen. Was man machen könnte, man könnte hier in die Gegend gehen. Man könnte ihn hier hinsetzen, hier hinsetzen. Hier fände ich tatsächlich nicht so schön, aber da wird er, glaube ich, tatsächlich ganz cool aussehen. Oder hier. Hier direkt an dem. Obwohl, beim hier extra. Ja, hier könnte man auch hinsetzen. Das müsste man dann nochmal sehen.
Weil das finde ich an sich gar nicht schlecht. Was ich ziemlich schlecht finde, ist, dass wir 5 Birch haben. 5. Das ist jetzt wirklich nicht so gut. Ich hasse hohes Gras, das ist auch nicht gut. Weg. So. Also entweder setzen wir ihn hier hin oder hier hin oder hier hin. Wobei das, glaube ich, schon rausfällt. Also eher hier, das fände ich auch cool, weil man hier halt an den Wegen so cool vorbeikommt. 3-mal. Ich glaube, wir setzen ihn hier hin. So. Und deswegen, gleich macht es dann auch Sinn, warum ich Diorite geholt habe. Bam. Wenn ich jetzt Keralis wäre, würde ich jetzt klatschen. Weil ich jetzt den ersten Block gesetzt habe. Aber leider bin ich nicht Keralis. So. Machen wir den da drauf. Hab ich meinen Stonecutter dabei? Ich bin so ein Genie. Ich habe tatsächlich mal was dabei, was ich brauche. Gibt's das? Eigentlich nicht, oder? So. Und zwar werden wir jetzt... Ja, genau so werden wir jetzt machen. Wir brauchen halt weiße Blöcke und deswegen haben wir die. Weg. Könnte da theoretisch auch noch ein Stair-Ding draufsetzen. Problem an der ganzen Sache ist, ich habe halt kein Birch mehr. Ne? Deswegen würde ich mir jetzt eigentlich lieber hier... Als ob die... Ah, ich wollte gerade sagen, als ob ich jetzt keine mehr habe, die irgendwo noch leer ist. Das wäre echt belastend. Ein Birchwald wäre jetzt echt big. Aber so viel Glück haben wir, glaube ich, nicht. Auch wenn ich eigentlich einen Birchwald auch gar nicht abholzen möchte, weil ich die so schön finde. Bin auch sehr gespannt, wie ich die im nächsten Update in der 1.19 finden werde, weil die werden ja ein bisschen verändert. Und die Konzeptbilder dazu, die fand ich ziemlich idyllisch. Also das könnte man sich fast als Hintergrundbild nehmen. Muss mir auch generell mal neue Hintergrundbilder auf meinem PC machen, weil ich habe hier einfach so mir irgendwann mal so 10 Naturbilder oder Bilder aus der Natur halt runtergeladen, die auch total scheiße eigentlich sind und eine richtig doofe Auflösung haben und so weiter. Und ich weiß, Windows hat die eigentlich auch standardmäßig, aber die fand ich irgendwie nicht. Die fand ich irgendwie nicht. Ich habe sie nicht gefunden. Ich wusste nicht, wo ich das einstelle. Und er wollte dann nicht googeln, dann habe ich mir einfach selber welche geholt und so weiter und so fort. Ich bräuchte streng genommen, sollte ich mir auch nochmal, wir müssen nochmal nach Hause. Ja, die zwei da oben habe ich schon fast vergessen. Wir bräuchten eventuell auch Blätter. Ich meine, wir haben noch Blätter. Wir haben noch Blätter hier. Weil, wir haben noch ziemlich viele Blätter. Dann war das jetzt unnötig. Ich habe gedacht, wir brauchen noch Blätter, aber wir haben noch Blätter, weil wir die irgendwann mal gesammelt hatten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist ein Problem, was wir weniger haben. Ja, generell bin ich aber auch einfach gespannt auf das neue Update. Und so Konzeptbilder liebe ich ja auch. Sei es jetzt von Serien, sei es jetzt von Spielen oder halt von Minecraft-Updates. Weil meistens sehen die immer cooler aus als das fertige Ding. Nicht immer. Manche Sachen ist auch gut, dass es nur ein Konzept war. Oder von Autos. Alter, Konzeptautos sehen ja in 90% der Fällen immer viel geiler aus als das, was letztendlich rauskommt. Vor allem, wenn es jetzt nicht so ein... Wenn es jetzt so Peugeot oder so ist. Wenn Peugeot ein Konzept macht, dann sind die richtig wild. Oder Renault. Und wenn das Auto dann am Ende kommt, dann ist es halt Peugeot. Da ist halt nichts wild. Ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Aber gut. Ich habe halt keinen Peugeot. Ich will auch kein Peugeot. Aber ich mag die Konzeptbilder. Und auch so von Mandalorian oder so. Wenn die Abspann dann machen, dann zeigen die auch immer so Konzeptbilder. Das finde ich auch immer richtig cool. Da lohnt es sich fast, die Abspänne zu gucken. Und nicht direkt zu überspringen und die nächste Folge zu gucken. Vorausgesetzt, es gibt welche, wenn die neu rauskommen, natürlich nicht. Ich glaube, dann werde ich das bei der nächsten Staffel, die kommt ja Ende des Jahres, dann werde ich das, glaube ich, wirklich mal machen. Weil dann muss ich eine Woche auf eine nächste Folge warten. Warum soll ich dann nicht einfach die Folge auch komplett gucken? Ne? Ich meine, ich zahle da ja für, dann kann ich auch die kompletten 40 Minuten gucken oder wie lange auch immer die gehen. Und wo ich natürlich auch mega gehypt drauf bin, ist Obi-Wan Kenobi auf die Sendung. Vor allem,
weil ich den Schauspieler Ewan McGregor halt mega feier. Und das Witzige ist, halt nicht wegen Star Wars. So, überhaupt nicht. Ich mag den als Obi-Wan. Er ist halt auch für mich Obi-Wan, so ist es jetzt nicht, wie heißt der dann nochmal? Alec McGuinness? Alec Guinness? Irgendwie der Alte da halt aus Teil 4. Ich glaube, der heißt Alec Guinness. Nicht McGuinness. McGuinness hört sich irgendwie ein Bier. Ja, den mag ich auch, aber der ist halt alt. Und ich habe halt die ersten drei zuerst geguckt und dann 4, 5, 6. Weil, warum sollte man das auch nicht tun? Und es ist halt auch einfach neuer und alte Filme sind halt alt. So, die sind auch gut, das sind auch gute Filme. Die sind halt einfach alt und ich würde mir auch irgendwie wünschen, dass man die mal neu macht. Aber das geht natürlich schlecht. Obwohl mit CGI geht eigentlich alles. Du kannst ja auch einfach die Schauspieler wieder jung machen. Was auch wild ist, aber gut. Anderes Thema. Ja, wir gehen eben mal kurz pennen. Und dann bauen wir am nächsten Morgen weiter. Nebenbei mein Lieblings-Formel-1-Fahrer hat Corona und kann deswegen nicht beim Testing mitmachen. Das ist auch ziemlich ungut, weil der kam letztes Jahr jetzt nicht so gut mit seinem Auto klar und dieses Jahr wäre halt das zweite Jahr mit dem Auto. Deswegen wäre es schon wünschenswert. Aber gut, da kann man nichts machen. Ich mache jetzt mal hier die Erde hoch. Dann, machen wir keinen Erdfleck da unten. Jetzt machen wir so. Dann machen wir wieder so. Und genau, der Grund, warum ich Ewan McGregor halt so cool finde, ist tatsächlich, weil, das habe ich auch schon mal erzählt, weil er ja diese Motorradreisen mit seinem besten Freund gemacht hat. Und das fand ich so cool. Und seitdem bin ich ja auch irgendwie ein Motorradfreund geworden. Ich habe jetzt noch keins, aber ich schließe es zumindest nicht mehr aus. Und das ist halt wild für mich, weil ich habe Motorräder immer eigentlich verachtet. Ich dachte, warum will ich auf zwei Rädern fahren, wenn ich auch auf vier Rädern fahren kann? Und wenn ich auf zwei Rädern fahren kann, warum fahre ich nicht auf dem Fahrrad? Und ein Teil von mir denkt das auch immer noch, weil die sind halt auch einfach fucking gefährlich so. Das kann man natürlich über Autos auch sagen, aber wenn dir frontal einer ins Auto fährt, hast du halt immer noch eine etwas höhere Chance zu überleben, als wenn das passiert und du in einem Motorrad bist und der andere im Auto ist. Das ist halt einfach kritisch. Ja. So, ich weiß nicht genau, wie hoch wir den machen. Ich baue jetzt einfach mal gerade. Müssen noch mal kurz gucken. Ich will den halt auch nicht. Der soll jetzt nicht so unfassbar riesig werden. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder? Ich finde, wenn da jetzt so überall die Kronen drankommen, vielleicht kann man die Äste noch ein bisschen länger machen. Aber an sich finde ich, das sieht gar nicht mal so scheiße aus für mich, für meine Verhältnisse. Finde ich, kann man machen. So. Ich würde gerne das Holz wegtun. Aber ich habe keinen Platz. Wir brauchen echt mal ein... Ich wollte gerade sagen, wir brauchen echt mal ein Lagersystem. Das Ding ist, ich habe ein Lagersystem. Ich habe ein komplettes Lagerhaus. Also ich habe kein System, ich habe ein Haus. Und das benutze ich nicht. Das habe ich gebaut und ich habe es noch nie benutzt. Noch nie. Noch nie. Und ich werde es auch nie benutzen, sehr wahrscheinlich. Ich bin einfach lost. So. Dann als nächstes die Kollegen hier. Die Kollegen hier. Okay, wir müssen eben gucken. 14 Minuten, wir können. Ja, ich mache noch ein bisschen. Ich will halt nicht gerade irgendwie drei Blöcke setzen und dann ist die Folge vorbei. Das ist halt auch blöd. Also stelle ich mir halt auch für euch doof vor. Deswegen versuche ich das immer ein bisschen zu timen, dass ich nicht kurz vor Schluss dann noch was anfange. So, der muss auch noch länger, der muss noch wesentlich länger, weil sonst geht hier in die Richtung halt gar nichts. So, bam, 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 okay, cool.
Und streng genommen sollte ich hier oben bleiben. Und dann können wir direkt von hier oben in der nächsten Folge anfangen, die Blätter zu setzen. Weil ich finde, bis jetzt sind wir schon echt gut weit gekommen. Ich finde auch, die Höhe ist okay. Die ist jetzt zwar relativ hoch, aber es soll ja auch auffallen. Und hier sind halt sonst nur so flache Bäume. Deswegen ist es, glaube ich, ganz okay. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und gerne auch den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns morgen direkt in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr abonniert habt, kriegt ihr das automatisch mit. Und wenn nicht, habt ihr halt Pech. Deswegen abonnieren. Gönnt sich. Lohnt sich. Gönnt sich. Schmeckt sich. Köstlich. Schmöchtlich. Gut. Macht's gut. Bis dann. Ja, ciao, ciao. Ja. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner...